Der Philipp und Rü, das ist unglaublich. Da hast du manchmal das Gefühl, du hockst in einer Staffel drin, es hört gar nicht auf, das geht irgendwo an Ort, wo du gar nicht siehst. Du kannst dahinter längen, du kannst wirklich hinter die Sachen längen, du kannst hinter die Sounds längen. Das ist wahnsinnig manchmal. Es besteht nicht einfach aus links und rechts oder irgendwo. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, es kann gar nicht sein, dass müssen mehr Lautsprecher da stehen, als wirklich da stehen. Einfach rein nur wegen der Teufel, was Philipp herbringt, das ist schon ziemlich massiv, leck mir.